Liebe Geschwister, Jesus Christus ist ein wahrhaftiger Gott. Er hat dich berufen, auserwählt und er wandelt mit dir. Er ist ein treuer, wahrhaftiger Gott. Was immer er sagt, es entspricht nur die Wahrheit. Er hält sich an sein Versprechen. Wir Menschen versprechen doch Gott sehr vieles, oder? Ich verspreche dir, für dies zu beten und jenes zu beten. Ich werde jetzt fasten, von nun an werde ich Dankopfer geben. Wir versprechen mehr, als wir tun können. Haben wir alles richtig getan? Nein. Haben wir alles richtig getan? Nein, haben wir nicht. Da habe ich mich auch geirrt. Ich kann nicht versichern, dass ich hundertprozentig geschafft habe, meine Versprechen zu halten. Heißt es, dass wir nicht die Wahrheit gesagt haben? In einigen Sachen, in unserer Lebenssituation, es ist manchmal nicht möglich, unsere Aufgaben treu und richtig abzuschließen. Bedrückt uns dies sehr? Manchmal haben wir ein schlechtes Gewissen. Es fällt uns schwer, nur vor Gott zu leben. Mit der Zeit bekommt man so eine Einstellung. Aber Gott redet mit uns in solchen Situationen. Eines Tages sprach der Herr mit mir mit folgenden Bibelvers, 2. Timotheus 2,13. Und doch bleibt er treu, und wenn ihr ihm untreu seid. Auch wenn wir ihm untreu waren, ist der Herr uns treu geblieben. Wir versprechen den Herrn, dass wir uns für seinen Dienst widmen. Aber wir sind ihm in dieser Entscheidung nicht treu geblieben. Wir scheitern daran. Tun wir das Richtige jeden Tag? Einige Tage scheitern wir daran. An den Tagen bedauern wir es sehr. Du betest für 4 Tage. Danach folgst du nicht dein Versprechen. Du hattest mir versprochen, dass du für unsere Nation beten würdest. Früher morgen um Mitternacht, ich werde deinen Zehnten geben, ich werde ein Dankopfer geben. Sich vorzunehmen, solche Vorkehrungen zu treffen, für einige Tage und danach zu vergessen, dies ist nicht in Ordnung. Deswegen möchte ich mit dir nichts zu tun haben, verschwinde. Redet Gott denn so? Nein. Obwohl wir untreu sind, er erfüllt, was uns wahrhaftig versprochen hat. Da du Mensch bist, scheiterst du. Ich bin Gott. Ich habe dir es versprochen. Deswegen werde ich nicht versagen. Ich werde dir treu sein. Deswegen werde ich dich bis zum Ende begleiten. Ich habe dir versprochen, dich zu schützen. Ich werde dich segnen. Ich werde dich auch erhöhen. Deshalb ist er uns treu geblieben, obwohl wir ihm untreu waren. Auch wenn wir manchmal ihm nicht treu waren, ignoriert er uns nicht und stößt uns nicht weg. Ich habe es dir doch versprochen. Ich werde dich doch nicht verlassen. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Wie kann ich dich vergessen? Wie kann ich es ändern? Ich bin ein wahrhaftiger Gott. Seht ihr, was für einen wunderbaren Gott wir folgen? Dieses Wort stärkt mich sehr im Dienst für Gott. Ansonsten wäre ich gescheitert in den Anfängen im Dienst für Gott wegen meiner Zweifel. Ich dachte, dass die Erwartungen von Gott nicht erfülle. So geht's nicht weiter, dachte ich. Dann sprach Gott mit mir mit diesem Wort. Auch wenn du mir untreu gewesen bist, werde ich dir treu bleiben. Ich habe es dir versprochen. Ich sagte, ich werde dich benutzen. Ich bin bei dir. Er sagt zu euch, mein Sohn, meine Tochter, denkst du, dass du ihm untreu gewesen bist, dass du Fehler gemacht hast und ihn enttäuscht hast? Es genügt, nur dieses Mitgefühl zu haben. Er wird dich stützen und führen. Ich bin dir treu, mein Sohn. Ich bin dir treu, meine Tochter. Habe ich es dir nicht versprochen? Wie kann ich dich im Stich lassen? Wie kann ich dich vergessen? Ich werde dich bis zum Ende begleiten, auch wenn du mir untreu gewesen bist. Diese Worte werden uns stärken. Sagt es nun, Herr, ich bin in mehreren Angelegenheiten dir untreu gewesen, aber du warst mir immer treu. Du führst mich, wie du es mir versprochen hast. Du bist ein wunderbarer Gott. Preise den Herrn, dann entsteht eine große Freude. Vater, auch wenn ich dir untreu gewesen bin, warst du mir treu. Du bist ein wahrhaftiger Gott. Heute betet dieses Kind an dich, lieber Vater. Dieser Sohn, diese Tochter beten. Du bist ein treuer Gott, da du ihnen es versprochen hast, die zu begleiten bis zum Ende. Du wirst alle Versprechen erfüllen. Wirke heute ein Wunder und mach sie glücklich. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen.